Willkommen, liebe Freunde der Unterhaltung bei The Witcher. Ja, The Witcher, das spielen wir, das wollen wir spielen, das liebe ich. Wir. So, okay, gut. Es ist ein bisschen dunkel. Ich war jetzt ein bisschen essen, hab noch gequatscht und ja, 2 Stunden später bin ich halt wieder da. Und ich dachte mir, was ist eigentlich unsere Aufgabe? Rettungsbund seine Leute wiedergeben, interessiert mich eigentlich. Ja, herzlich wenig. Bereinigen das Geheimnis? Nein, hier. Ja, so, das da und dann hier das verlorene Lamm. Ich verspreche. Das verlorene Lamm, ja, keine Ahnung. Würfelprofi, Pokerspiel, Faustkampf, gesucht. Persönlichkeit. Ja, das ist halt so, durch unsere Entscheidung. Die Elfen, ja. Siegfried, ja, nee, ich weiß nicht. So, dann müssen wir durch das Tor. Das ist dort oben. Ja, da werden wir jetzt einfach einmal durchmarschieren und Hallo sagen. Ups. Doch. Verdammt, ist das heiß in diesem Ding. Die Wachen kümmern sich schon darum. Wer die Pflicht ruft. Tja. Die töten das bestimmt. Ich könnte. Nee, die Wachen kann ich nicht angreifen. Hütet euch vor Ungeheuern. Sag dazu einem Hexer. Ja, ein Kikimon-Arbeiter. Ich frag mich, was passieren würde, wenn es ein großer ist, so ein ausgewachsener. So, sie haben das Ding getötet, das heißt, wir können hier durchgehen. In Tempelbezirk, weil wir wollen nach einem bestimmten Typen suchen. Der Typen ist Glovin. Javin, so, jetzt habe ich ihn. Den Namen. Und ja, der Typ soll angeblich was mit Vivaldi, dem Typen der Bank, zu tun haben. Also gehen wir da mal hin. Ja. Ja, einmal hier rum. Nein. Einmal hier. Ja, da ist Vivaldis Bank. Haus. Er hat eine Bank im oberen Viertel. Wie, jetzt kommt irgendein Mann und will irgendwas von mir. Da habe ich jetzt gerade nicht so die Lust drauf, weil ich will einfach nur dieses Haus. So. In der Bank. Ist Golan Vivaldi. Was führt euch hierher? Ich hoffe, ihr bekommt euer Kapital wieder. Diese Bank befindet sich seit Generationen im Besitz meiner Familie. Und jetzt dazu ein Mensch. Nennt ihr das Gerechtigkeit? Das hat man gesagt, nein. Lebt wohl. Schade, ich dachte eigentlich, ich hätte was mit Javin zu tun. So, gut. Wenn nicht hier, dann fragen wir einfach mal Sie. Fritt, da weiß ich wenigstens, wo der ist. Der hat es ja nicht ganz so schwer, sich hier zu bewegen. Weil er ist immerhin ein Mensch und kein Elf, Skoyatel, Eichhörnchen, Gedings. Tja, es sieht aber ein bisschen danach aus, als ob die nicht in der Nacht trainieren. Die guten Herren schwächeln, also auch. Erfülle mein Herz. Unsere innere Stärke wird die Welt heilen. Unsere innere Stärke wird die Welt heilen. Not. Poster, da. Jupp. Gut, gehen wir einmal hier rein, Siegfried. Da kann es bestimmt ein wenig helfen. Wenn dann mal jemand da wäre. Ja, jetzt habe ich erstmal nachgeguckt, ob das Mikrofon überhaupt an ist. Und ja, zum Glück ist es dann. Ach, darüber freue ich mich. Haus des Zahnarztes. Das. Da können wir bestimmt auch schlafen. Der ist bestimmt ganz nett zu mir. So, nein. Hab ich auch. So, jetzt muss ich nochmal kurz nebenbei ein bisschen mein Handy anmachen, um, ja. Wie kann ich euch helfen? Stoppuhr. Hier, Zähne.
Ach nee, Quatsch, nicht Zähne. Bitte schlafen! Morgens früh. Oh, ist ja nicht mehr lange. Wenn du noch fast 5 Stunden. Tja. So. Gut, dann gehen wir mal kurz raus. 5 Minuten haben wir schon. Das Sultan. Was ist mit des Ordens? Siegfrieds Posten. Chinese Haus, Haus von Taler, Haus von Vivaldi dem Zwerg und dann haben wir da noch die Tonkripper. Gut, Kommandeur der Stadtwache. Nach meiner Beförderung muss ich nie wieder die Straßen patrouillieren. Glückwunsch, das freut mich für dich. Wir machen uns allerdings auf den Weg zu Siegfried, der auch schon wieder oben an seinem Posten steht. Stopp, Siegfried, komm her. Ich bin ganz Ohr. Wenn ihr die Salamandra verabscheut, kann ich euch ein Angebot machen. Wie lautet es? Ich habe mächtige Freunde, die diese Organisation vernichten können. Ich weiß nicht, ob ich euch trauen kann. Immer noch auf Posten? Arbeit formt den Charakter. Es reicht. Fällt euch ein Name für meine neue Einheit ein? Es reicht. Die Penner. Flammende Speere der Zerstörung. So sei es. Flammende Speere der Zerstörung. Warum seid ihr hier? Ich frage mich, warum das Kriegsrecht verhängt wurde. Ich muss meine Einheit vorbereiten. Ich brauche aber in anderer Angelegenheit Hilfe. Wobei? Wir haben andere Probleme. Aber auf dem städtischen Friedhof sollen Leute verschwinden. Stellt Nachforschungen an. Winkt eine Belohnung? Natürlich. Sowie die Dankbarkeit des Ordens. Ich sehe mich um. Ich bete für euch. Immer noch auf Posten? Arbeit formt den Charakter. Fällt euch ein Name für meine neue Einheit ein? Das hatten wir schon. Die Penner. Macht euch nur lustig. Die Jungs zeigen euch sicher bald, wozu sie fähig sind. Ich kenne mich mit Ordensnamen nicht aus. Ich hab's. Eiserne Flamme. Brillant. Eiserne Flamme, so sei es. Nein, immer noch da habe ich immer noch ein Mitspracherecht und zwar. Flamme. So. Ja. Sie nur es auf. Dankeschön. Ja, bis wir hier irgendwie weiterkommen, mache ich mal diese kleine Mission da auf dem Friedhof, weil weil er mich jetzt schon wieder schicken. Auf zum Friedhof. Zwei Gräben. Ach, die Kamera, ey, bleibt still, aber trotzdem rip, fackelt die hin und her. Vetala? Wer, wie, was? Weshalb, wieso, warum ist Vetala? Oh, Mann. Ein interessant hübsches Viech. Oh Mann, jetzt bin ich mal gespannt. Was wohl seine Ausrede ist. Ups, wo bleiben bloß meine Manieren? Noch nie einen Ghoul gesehen? Noch keinen, der spricht. Ich prahle nur ungern, aber ich bin was Besonderes. Meine Anverwandten knurren lieber. Ich fand einige Menschenleichen. Anverwandte? Nee, das war ich nicht. Ich esse keine Lebenden. Aber ich sag euch, wer es war, wenn ihr mich nicht abmurkst. Mich nicht abmurkst? Einverstanden. Die Spitzohren, sie plündern Gräber und schleichen herum. Wer in ihm Weg rumsteht, dem machen sie Löcher überall rein. Und euresgleichen? Ihr lasst sie in Ruhe? Sie schmecken scheußlich und sie bringen uns Essen. Danke. Nun verschwindet. Man sieht sich. Und sie bringen uns Essen. Ach, lol. Sie bringen uns Essen.
F, Zweck, Zweck. Cool. Und ein Grufteingang. Ja, der Eingang der Skoyatel. Oh, wir haben sie gefunden. Oh, doch nicht, vielleicht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Hallo, Freunde. Was sucht ihr hier, Hexer? Mörder. Dann besucht die Stadt. Sie wird von einem verbrecherischen Volk bewohnt. Wir kämpfen ums Überleben. Menschen verstehen nur Gewalt. Und das ist, was sie von uns bekommen. Ich bezweifle, dass ihr lange lebt. Ihr droht uns, Däune. Aber ihr sollt wissen, dass noch 6 Affenmenschen, auch Frauen und Kinder in der Gruft sind. Mit den Ghulen. Wenn ihr uns tötet, seid ihr niemals rechtzeitig dort. Helft ihnen und wir sind frei. Entscheidet euch, Mutant. Tja, jetzt ist die Frage, wollen wir die Elfen töten oder retten wir doch eher alles, was da so drin rum schleicht, kreucht und fleucht. Na gut. Eigentlich wollte ich gar nicht in die Gruft gehen, aber... Na schön, dann gehen wir in die Gruft und damit ihr ein bisschen was seht, habe ich eine Fackel besorgt letztens. Tja, ich gehe jetzt einfach mal da lang, weil da ein größerer Raum ist. Ich hoffe, das ist weise. Däune. Tja, Däune heißt Mensch. Und... Nein, das war nicht weise. Weise wäre gewesen, einfach geradeaus durchzulaufen. Verdammt. Tja. Wir nähern uns auf jeden Fall, glaube ich, langsam dem Ende des 3. Kapitels. Ja, einfach den Leichen folgen. Das wäre natürlich auch ein entstellter Leichnam. Silberwaffe! Man sieht hier gar nichts. Ach da! Nein, Aoi, kommst du. Los! Gib's ihn! Nein, bitte nicht, töte sie nicht, rette mich nicht. Hä? Ihr habt uns vor dem sicheren Tod bewahrt, danke. Die Elfen hatten uns den Ungeheuern ausgeliefert. Es tut mir leid, aber eure Freunde sind tot. Wir hörten schreckliche Schreie aus diesen Korridoren. Die Ungeheuer müssen sie... Geht hinaus. Ich habe die meisten von ihnen getötet. Der Weg sollte jetzt frei sein. Militele sei Dank. Dickes Dekolleté. Und ihr sollt gesegnet sein. Jetzt mal echt. Habt Dank. So, Fackel, damit wir ein bisschen was sehen. Tja. Dann können wir hier wieder rausgehen und Siegfried sagen, das waren die Elfen. Ich wollte eigentlich zu Jahr erwinnen, aber ich finde ihn irgendwie nicht dementsprechend. Tja, nix da, Squirtle. Da ist noch ein Viech. Das wird richtig deleted, gelöscht. Super Special Attacke, Geralt. Geht doch. Hä? Hm? Ich wollte sagen, wie, da kommt noch mehr? Scheinbar. So, der wäre auch weg. Aber jetzt können wir dann hier durch das Tor durch. Siegfried Bescheid sagen und uns ausheulen. Die sind so gemein zu uns. Nein. Tu uns das nicht an.
Ja, ich würde mal behaupten, so langsam habe ich nicht mehr das Problem, irgendwie ein bisschen zu sprechen bei dem Let's Plays. Ja, es fällt mir wesentlich leichter als vorher am Anfang und ich finde, das wird auch deutlicher. Ja, das Problem, das hätten wir gelöst. Aber, naja, hör selbst. Das Friedhofsproblem ist gelöst, aber... Was ist passiert? Abgesehen von dem sprechenden Ghoul spielten auch die Skoyatell eine Rolle. Sie raubten Gräber aus und töteten jeden, der ihnen im Weg stand. Ein sprechender Ghoul? Habt ihr ein Elixier zu viel getrunken? Was ist passiert? Ich rettete die Menschen, die sie den Ghoulen vorgeworfen hatten. Aber die Mörder flohen. Ewiges Feuer! Wie ein wahrer Ritter! Grämt euch nicht, meine Einheiten werden die Mörder fangen. Das verstehe ich nicht. Ihr habt Unschuldige gerettet. Besser konntet ihr nicht handeln. Dafür verdient ihr einen Bonus. Ich bin stolz auf euch. Vorwärts, ritterliche Brüder! Ah! Jop. Überflüssiges Gefasel. Ich habe das Gefühl, dass es jetzt erst so richtig losgeht. Ich glaube, ich habe da ein bisschen was ins Rollen gebracht. Ja, die Skoyatell waren das. Oh. Meister Hexer. Hallo, kleiner Junge. Was gibt's, Junge? Die Bank wurde überfallen. Meister Welerath sagte, wir sollten einen Hexer holen. Was geht da vor? Folgt mir, Meister. Was ist denn das? Kind. Ja, wir folgen dem Kind. Ich sollte ihm einen Schuldschein geben. Boah, du kleiner Gnom. Ich laufe da jetzt alleine hin, ich weiß ja, wo es lang geht. Zopp. Zopp, zopp. Haben wir hier entlang. So, dann... So? Vincent Mace. Hm. Der hat sich versteckt. Da ist er. Ja, du Likantrop. Leb. Hm. Okay, sprechen wir komplett nicht an das Thema. Also Lykantrophobie, Werwolf, Tabuthema. Mhm. Ich bin Hexe, ich weiß, dass sie unter uns wandeln. Doch. Doch keiner spricht darüber. So. Die Bank ist dort. Ja, ich platze einfach rein, das ist mir egal. Hallo, Tür auf. Ich muss nur mal ein bisschen gucken, dass wir auch noch genug Tränke da haben. Ich gucke jetzt mal die Tränke nach, die ich so habe. Katze, Zwergenbrand, das ist irgendwie so ein Grundscheißstoff. Schneesturm. So. Schneesturm. Das ist auch Mist. Aha, erhöht maximale Ausdauer ordentlich. Erhöht Nekrophagen zu. Ja, das ist auch relativ Wuppe. Das ist auch paralysierender Krimsel. Waldkauz. Zwei Stück. Waldkauz und Waldkauz. Tja, konnte ich nicht sagen, als ob ich den einfach weggetrunken. Dann haben wir noch. Ah, hebt Wirkung von Tränken auf. Gut. Komm schon, Geralt. So, umso weniger haben wir im Inventar, umso mehr Platz habe ich. Das freut mich. Ich mag leere Inventare nämlich. Diese Gegend ist völlig vergessen, eure Stellung nicht. Da, wir müssen... Wir können auch da lang, gut. Dann war das Blaue wahrscheinlich das Nekrophagen-Ding. Ja, das kann sein. Stadtwachen... Wachmänner... Ein Haufen Gesindel hier. So, Geralt, lauf mal kurz dahin, wo wir hin sollen. Ach, hier lang. Interessante Wegfindung. Geralt, ach lol. Es sind wieder die... Wir brauchen Hilfe, die Bank wird überfallen. Seltsam. Ich hätte nicht gedacht, dass sich Siegfried so eine Gelegenheit entgehen lässt. Wir brauchen Hilfe!
Bewaffnete Räuber haben die Bank besetzt. Sie haben Geiseln genommen. Ich helfe euch, aber ich arbeite allein. Von einem Frontalangriff würde ich abraten. Vellerath, die Zeit drängt. Vielleicht könnt ihr über den Verbindungsgang zum Lagerhaus eindringen. Lagerhaus? Eine Fußgängerbrücke verbindet es mit dem Rathaus. Sie wird nicht benutzt, aber ich habe einen Schlüssel. Nicht benutzt? Die Frauen, die im Rathaus arbeiten, sprechen von Gespenstern. Gebt mir den Schlüssel. Ja, wir versuchen es trotzdem einfach durch die Haupttür. Es gießt wie aus Eimern. Ach. So. Die Situation ist unter Kontrolle. Warum greifen die das Rathaus an? Das ist doch eine Bank, kein Rathaus. Ich hab die Wäsche zum Ach, lol. Das war jetzt dichter, als ich dachte. Gut. Dann Geister, nehmen wir das Schwert. Spähen einmal rum. Tja. Unten ist schon mal nichts. Ich sag danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss.